Hallo und herzlich willkommen bei Rayman 2. Ja, wir spielen nochmal Rayman 2 nach fast 10 Jahren. Ich habe tatsächlich das Projekt das letzte Mal aufgenommen, 2013. Jetzt starten wir ein neues Spiel und werden es erneut erleben. Und weil es so ein altes Spiel ist, ich glaube, es ist von 1999, hat es auch mit Community-Patches und mit der Good Old Games-Version Probleme auf heutigen PCs zu laufen. Ich spiele das jetzt hier in einem Fenster in einer sehr seltsamen Auflösung. Irgendwas zwischen 800x600 und 640x480 Pixeln. Also irgendwas 700x500 oder so. Es ist in diesem Fenster relativ scharf, aber es ist eine native Auflösung des ursprünglichen Spiels. So stelle ich mir das vor. Deshalb in 4:3. Ich bin froh, dass ich es überhaupt mit meinem Gamepad spielen kann, mit einem modernen Controller, nicht mit Tastatur. Und ich bin froh, dass es überhaupt funktioniert und dass ich es vernünftig aufnehmen kann. Deshalb müssen wir mit dieser Auflösung zurechtkommen. Aber es ist ein altes Spiel und das darf eigentlich verpixelt aussehen. Hier sind jetzt keine HD-Mods installiert. Wie gesagt, ich bin froh, dass es läuft und dass ich es aufnehmen kann. Wenn die Aufnahme nicht wäre, könnte ich es auch in einer höheren Auflösung spielen. Aber dann wollen meine Programme nicht so recht. Deshalb starten wir einfach ein neues Spiel. Und gleich vorweg, die allermeisten Dialoge werde ich nicht vertonen, weil ich diese Rayman-Fantasiestimme sehr, sehr cool finde. Und deshalb müssen wir alle mitlesen. Aber es ist nicht viel Text und es ist relativ lange zu sehen. Das sollte kein Problem sein. Wir sind ja alle groß. Das kriegen wir schon hin. Rayman, was haben die Piraten aus der Welt gemacht? Einen Planeten des Bösen, voller Angst und Schmerz. Einen dunklen Ort mit grausamen Monstern. Seit sie dich gefangen haben, kann sie nichts mehr stoppen. Sie haben alles genommen und die Leute versklavt. Die Roboter streifen umher und schnappen alle Unschuldigen. Im Chaos haben sie das Herz der Welt gesprengt. Es bestand aus 1000 Lumps, die nun ganz verstreut sind. Wir werden schwächer. Bald wird es zu spät sein. Flieh, Rayman! Du bist die einzige Hoffnung. Rayman 2, The Great Escape. Das Gefangenenschiff der Piraten. Kommandant Admiral Klingenbart. Sklaven an Bord 18.911, 15, 19, 22. Wach auf, Rayman. Ich sende jemanden zu Hilfe. Oh,
Okay, also wie ich gerade merke, scheint das Spiel doch etwas verzerrt zu sein. Ich meine, Rayman sieht ein bisschen dünn aus. Ich werde versuchen, das noch zu beheben, nachdem wir hier etwas im Spiel vorwärts gekommen sind. Dazu müssen wir vielleicht mal das erste Level machen und dann gucke ich mal, ob ich da noch etwas machen kann. Das sieht irgendwie nicht richtig aus. Aber ich kann jetzt einigermaßen... Oh, ich kann sogar den rechten Stick benutzen für die Kamera. Donnerwetter. Okay, wunderbar. Das funktioniert besser, als ich dachte. Gut. Die Lee, die Fee, hat Globox geschickt, der sich verhaften ließ, um Rayman hier zu befreien. Und das ist doch schon mal eine schöne Sache, ne? Das ist gut und dann haben wir einen Gefährten und jetzt kommen wir hier aus dem Gefangenenschiff heraus. Selbstverständlich wurden wir sofort getrennt. Aber das macht nicht. Jetzt sind wir extra endlich in der richtigen Welt. Ich muss mich daran gewöhnen, mit B zu schießen. Aber ich kann sogar den rechten Stick benutzen. Das ist ja Wahnsinn. Okay, gut. Ein Freund! Murphy! Hi, Rayman! Gut, dass du geflohen bist. Ich bin Murphy. Ich bin hier, um dich zu leiten. Siehst du den Stein rechts neben uns? Ein magischer Stein, der deine Gedanken liest. Wenn du Hilfe brauchst, geh zu den Stein und ich werde sofort in deinem Geist erscheinen. Wenn dich meine Tipps verwirren, bleibe beim Stein und halte F1 gedrückt. Ich erscheine dann und gebe weitere Anweisungen. Ja, das ist leider ein bisschen eine Lüge, weil wenn wir bei dem Stein stehen und es so glitzert und funkelt, dann können wir F1 gedrückt halten und er kommt, aber dann sagt er genau das gleiche wie beim ersten Mal. Also nicht wirklich hilfreich. Aber was ihr seht, das UI unten, Murphys Kopf ist nicht verzerrt, aber die Schrift ist irgendwie ein bisschen gedrückt. Ich versuche das zu fixen im nächsten Level. Wir werden sehen, ob das funktioniert oder nicht. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Super, du hast eben einen Piratenkäfig zerschlagen. Zerstöre viele davon, sie sind voller Energie. Siehst du auch die helle Kugel dort? Das ist ein gelber Lums. Sammle viele davon. Sie lassen dich geheime Orte betreten. Und sie lehren dich alle Geheimnisse der Welt. Nimm die gelben Lums und drücke J. Was für eine seltsame Taste. Damit wird einfach nur das UI eingeblendet. Das ist bei mir Y, aber macht doch nichts. So kann man immer schön seine Käfige sehen und die Lums, die es in diesem Level gibt. So. Jetzt gehen wir hier mal weiter. Die gelben Lumps sind sehr wichtig. Wie zu mehr Wissen drücke F1. Nein, ich möchte nicht mehr wissen. Wir haben ja schon gesehen im Intro, dass das Herz der Welt in 1000 Lumps zersprengt wurde. Und diese müssen wir einsammeln. Okay, in der Luft drücke A. Klar, es ist Rayman, der kann seinen Helikopter benutzen, um darüber zu fliegen. Machen wir doch mal. Und da sind Mini-Globoxe. Okay, bei den Mini-Globoxen ist scheinbar alles Anlass zum Heulen. Ah, das ist ganz furchtbar. Ich weiß nicht, warum Kinder das ständig tun. Aus irgendeinem Grund heulen Kinder gerne. Das scheint irgendwie... Keine Ahnung, ich weiß auch nicht so genau. So, da haben wir jetzt nochmal einen Lums bekommen. Und hier oben ist der letzte Käfig. Und wollen wir mal sehen, wer da drin ist. Hallo. Phone to consider one name. It's you, dude. Yeah.
was booty. Oh, that was you. Na schön. Durchaus interessant, wie die Kleinlinge den... die Kamera ist sehr langsam in diesem Bereich. Oh. Läuf hier nochmal. Ich wette, dass du wissen möchtest, wie man klettert. Siehst du die Wände? Stell dich zwischen sie, drück A zum Springen und A zum Festhalten. Über dieses Manöver, bis du ganz oben angekommen bist. Okay, da bin ich irgendwie dran vorbeigerannt. Also interessant, wie die Kleinlinge die Verantwortung ganz schnell abgegeben haben, nachdem sie gemerkt haben, da muss jemand die Verantwortung übernehmen. Ne? So, da ist der letzte Lums. So ganz seltsam, dass sie gesagt haben, okay, ich brauche Hilfe, wer von euch ist der echte König? Und schon haben sie sich zurückgezogen. Übrigens hier vielleicht ganz interessante Sache. Als ich das Spiel das erste Mal gespielt habe, hatte ich große technische Probleme. Und aus irgendeinem Grund hatte das Spiel Probleme mit Transparenz. Das heißt, ich konnte durch diesen Wasserfall nicht durchgucken. Und deshalb war dieser fünfte Lums für mich dahinter unsichtbar. Ich konnte ihn dahinter buchstäblich nicht sehen, weil ich durch den Wasserfall nicht durchgucken konnte. Außerdem hatte ich irgendwie Probleme mit einer weiteren Darstellung des Textes und ich konnte gar nicht lesen, was der Text sagt. Das waren für mich alles nur farbige Blöcke. Das heißt, ich habe dieses Spiel sehr oft gespielt und bin über das erste Level überhaupt nicht hinausgekommen, weil ich nicht wusste, was die von mir wollten und ich außerdem den Lums gar nicht sehen konnte, selbst wenn ich gewusst hätte, was sie wollen. Okay, dann werden wir mal das Spiel speichern und dann können wir gleich mal gucken, ob ich die Auflösung noch ein bisschen gefixt kriege. Im Intro habe ich es irgendwie nicht bemerkt, als ich es getestet habe. Raymond, du bist nun in der Halle der Türen. Von hier aus kommst du in viele neue Welten. Ja, platziere den Lums auf die Tür deiner Wahl. Mit A springst du. Nun mach schnell und rette Lee. Sie wird in der Feenlichtung festgehalten. Ja, das ist einfach nur eine Levelauswahl. Hier könnten wir wieder zurückgehen. Die Wälder des Lichtes, da ist es rot, weil wir alle Lums und alle Käfige gefunden haben. Und hier ist die Feenlichtung. Und da können wir reinspringen.